Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu irgendwas. Und wir sitzen ja hier fest. Das ist eine Sprungplattform, oder? Okay. Wir sitzen hier fest und haben keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Wie so häufig. Das ist nicht physikalisch richtig. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Da hoch, da hoch. Wartet, wenn wir von hier oben auf die Sprungplattform springen, sollten wir ja noch extra Geschwindigkeit bekommen, oder? Oder auch nicht. Nein. Sehen wir von hier oben irgendwas, wo wir Portal platzieren können? Nein. Hier auf der Seite? Auch nicht. Können wir irgendwie darüber lenken? Auch nicht. Okay. Wir können aber. Also, wenn wir so ganz schlau sind, eigentlich so eine Beschleunigung erschaffen. Nein, können wir nicht. Ach, schade, nicht mal das funktioniert. Generell ist das mit dem Lenken im Sprung sehr. Wir können doch auch einfach darüber springen, oder? Nein, können wir nicht. Und da sterben wir. Was in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht sterben will, keine gute Idee ist. Warte, ist das vielleicht eine Portalplattform dort? Ja, ist sie. Okay, gut. Man erkennt die Portalplattform in dieser Mod sehr schlecht. Also das hätten die wirklich besser machen können. Das war wirklich vermeidbar. Was? Was? Nein! Nein! Wo? Was? Warum? Warum? Oh, ups. Ja. Während wir warten, lese ich mal ein paar Fakten aus der Fakten-App vor. In Florida funktionierte ein elektrischer Stuhl nicht richtig. Und so kam es, dass die Verurteilten oft sehr leiden mussten. Der Justizminister äußerte sich dazu, dass man in diesem Staat besser keinen, oh, es geht schon weiter, besser keinen Mord begehen sollte, weil man dort besonders leidet oder irgendwie sowas. Wie interessant. So. Wir tun Speedrunner von dieser Mod leid. So, und jetzt warten, 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 warten. Das sollte uns genug Zeit geben. Hoffentlich. Und abspielen. Es ist auch fies, dass die erst erstellt werden müssen. Wäre es so ein Rohr, wo die einfach rausplumpsen, wird es schneller gehen. Hier. Alter, nein, nein. Argumentation auf Level eines Sandorons. Ja, ich bin eine eigene Spezies. Wer hätte es gedacht? Warten, 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 warten. Ach, ich warte doch so gern. Ach, ich warte doch so viel. So. Und auf los geht's los. Ja. Vor allem, man kann das Teil kurz davor aufheben, bevor es überhaupt erstellt wurde. Aha. Jetzt kommen wirklich so Speedrunner-Tricks. So, geschafft. Und hoffentlich. Warum? Ach,
Ich weiß warum. Das ist aber auch sehr fies. Das ist genau neben dem Loch. Also neben dem Loch, wo man runterfällt. Genau hier. Mann, ist es fies. Und das bringt uns nicht mal was. Ich hatte ja gehofft, dass es uns was bringt. Wir müssten irgendwie hier hochgeschleudert werden. Gott nein, sag nicht, ich muss. Oh Mann. Das wird jetzt schwer. Ich muss da perfekt reinhüpfen, sodass ich erstens hier hochfliege. Zweitens hier hochfliege. Das Teilchen nehme und hier drüben bin. Es hat irgendwie auf eine sehr, sehr schräge Art und Weise funktioniert. Okay. Ich glaube, das Vergangenheits-Ich muss das alles machen. Oh nein. Oh Gott. Weil erst wenn das Vergangenheits-Ich das alles. Oh Mann, das wird jetzt schwer. Vor allem, nee, das Vergangenheits-Ich kann das gar nicht alles machen. Das Vergangenheits-Ich muss es da oben platzieren. Ich muss es hier machen. Oder muss es da oben stehen bleiben? Das ist hier. Okay, das muss da oben stehen bleiben. Oder? So. Wenn ich jetzt hier so hoch katapultiert werde, hier auch lande, dann sollte ich auch. Nein. Ich kann dann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Immer zur hellen Wand. Okay, super. Falsche Seite. Ja, falsche Seite. So. Ich habe immer noch so viel Schiss aus Versehen in die Testkammer wieder zurückzukommen. So, sehr fies gemacht. Ich glaube, ich habe den Block einfach auf der falschen Seite platziert. Nein, das ist auf beiden Seiten so, dass man zwei Hebel benötigt. Okay, das ist blöd. Also hier benötige ich zwei. Ach, das ist sogar einer der. Ah, ich muss dann auf beiden Seiten da bleiben. Und auf dieser Seite kann da auch ein Mensch stehen? Ich glaube ja. Ich glaube, das war so eine. Ja, da kann auch ein Mensch stehen. Also da muss ich jetzt irgendwie einfach nur hinkommen. Genau. So, und jetzt. Nehme ich das auf, wende es, spiele es ab und gehe hier durch. Wir haben es geschafft. Die Testkammer ist überlebt. Das ist mir am wichtigsten. Okay. Das war aber gerade eben noch nicht da. Ja, ich sollte es noch nicht von da nehmen, weil dann wird es eh nur grillt werden. Seht ihr? Wie gesagt. Also, wie kann ich hier irgendwas reißen? Was wird hiermit aktiviert? Hiermit wird das Teil deaktiviert. Somit könnten wir den hier schnell hier rüberbringen. Wenn wir es auch machen würden. Okay, was wird denn hier deaktiviert? Hier wird der hier deaktiviert. Okay, dann könnten wir es eigentlich einfach so nach und nach hier rüberbringen. Und das bräuchten wir dann hierfür.
Ich sehe gerade keine sonderliche Schwierigkeit. Ich meine, wir können unserem Vergangenheits-Ich sagen, es soll hier draufdrücken. Jetzt gehen wir halt einfach hier hin. Unser Vergangenheits-Ich drückt. Wir legen es hier ab. Gehen hier durch. Sagen unserem Vergangenheits-Ich wieder, es soll drücken. Warten. Wir müssten eigentlich nicht warten, aber ich will lieber zur Sicherheit warten. So, jetzt geht es hier durch. Perfekt. Überhaupt keine. Wozu die Portale und all das Zeug? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Wege, die sie einem hier gelassen haben. Und ich glaube, ich habe den leichtesten Weg gewählt. So. Jetzt wird's hier platziert. Jetzt Aufnahme. Aufnahme stopp. Aufnahme laufen lassen. Und auch diese Testkammer ist geschafft. Ja. Das war ja gar nicht mal so schwer. Und ich sollte mein Mikro etwas weiter von meinem Munde entfernen. Sehe ich in der Audiospur, dass ich da ein paar Störgeräusche habe. Was deaktivierst du, mein Freund? Er aktiviert das und er aktiviert hier das Feld. Okay, das sieht schon um einiges komplizierter aus. Um einiges. Währenddessen deaktivieren sich welche? Nur die auf dem Boden. Und das bringt uns bis hierhin, sodass wir den in ein Portal stecken können. Wo muss das andere Portal dann platziert sein? Wahrscheinlich hier. Oder hier. Aber hier kann es nicht platziert sein. Ah, obwohl, kann schon. Also ich hätte jetzt eine Idee, aber wir brauchen, glaube ich, das Vergangenheits-Ich dafür gar nicht. Weil wir können einfach so so tun. Ups. Ich meinte natürlich, wir können einfach. Wenn wir zielen könnten, könnten wir auch einfach. Wenn wir es dann hier haben, müssen wir es dann. Ah. Okay. Da muss unser Vergangenheits-Ich das hier drücken. Und das Teil hier rüberbringen bis zu welcher Stelle? Bis hierhin. So. Warum habe ich es abgespielt? Kann ich es erneut abspielen? Ja, ich kann es erneut abspielen. Also ich kann es abspielen so oft ich will. Das ist schon mal gut. Ich aktiviere einfach das hier. Nehmen das Ding hier. Ach, die Portale sind sogar verbunden. Okay, das hat gerade ein bisschen rumgebackt. Plumsch. Bist du bald zu Ende? Ja, ist bald zu Ende. So. Jetzt aktivieren wir das hier. Spielen unsere Aufnahme ab.
Okay. Wir haben bei der Aufnahme zu lange rumgezappelt. Aber es würde so von der Theorie her gehen. Wenn wir es hier erstellen. Nee, wir müssen es dort erstellen. Ja, wir müssen es da erstellen. Okay. Also Aufnahme. Aufnahme. Aufnahme, wir erstellen. Erstmal fünfmal den Knopf nicht getroffen. So. Jetzt machen wir Sodele. Und vergeigen es erstmal. Okay, also. Ich bin's mal. Wenn wir es von hier aus Aufnahme. So, jetzt ganz vorsichtig hier rüber fallen lassen. Und jetzt die Aufnahme beenden. Und einfach starten, genauso wie hier. Und hier eigentlich genau dasselbe tun. Okay. Sie ist zu langsam, oder wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Aber damit beende ich halt diesen Part. Auf Wiedersehen, Leute, euer Sandoran.